Und wir stehen hier vor dem Dadaki Park. Ein Plot, das extra für Dadaki gebaut wurde von den lieben Flensburgern. Und es ist ein wunderschönes Plot, um Zeit zu verbringen und sich an den guten alten Freund Dadaki zu erinnern. PH Busch Bau. Das ist ein leeres Plot, Busch. Genau, das claimst du dir jetzt mal. Warum? Claimst du dir. Einfach mal claimen. Vertrau mir. Du weißt, dass ich keine freien Plots mehr auf C16 habe. Das heißt, ich muss 10k ausgeben für das Plot. Ja, das ist es wert, glaubst du mir. Okay. Slash M. Ja, ist schon gut. Nee, erstmal slash Bank. Ich brauche erstmal Geld. 4000 reichen, dann habe ich 10.000 am Konto. So. Slash M. Konto kaufen. So. Und jetzt habe ich ein leeres Grundstück. Juhu, der Busch hat mich verarscht. Ja, nee, jetzt kommen wir ins Portal. Hä? Ja, Portal. Ja, was mache ich jetzt mit dem Grundstück hier? Ich komme ins Quartal und auf CB18. Wie wär's, wenn ich diesmal die Ansage mache? Ja, ich habe zwar eine Ansage, aber okay, Busch macht jetzt die Ansage. Das sind wir mal wieder. Und heute wollen wir. Und du hast es gerade besser hingekriegt. Busch macht die Ansage. Ich wollte jetzt genau die Worte, wie du sie immer selbst sagen, weißt du? Ja, mach mal. Ja, ich krieg nur gerade deine Worte nicht mehr hin. Doch, es wäre schön, wenn du die Ansage mal machen würdest. Okay. Moin, das sind wir mal wieder. Und heute werden wir jetzt mal sehen, ob wir es schaffen, endlich den ersten Preis zu gewinnen, dann durch die Pendeluhr zu gehen und vielleicht dann das Jonokron anzustecken. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar ist der liebe Rusch mal wieder dabei. Ich bin zu Gast, sehr schön. Ja. Hallöchen, ich bin Killer Tattoo und bin Trusted MM auf Griefer Games. Hallo Killer Tattoo. Sag mal, wofür steht eigentlich MM? MM steht für Middlesman. Und damit willkommen zu meinem diesjährigen Osterbau-Event. Und wie ihr seht, sind die Leute hier schon ganz fleißig am Bauen. Rusch hat sich sehr viel Mühe gegeben, ein Osterevent auf die Beine zu stellen. Und nun steht es auf der Kippe, da CB15 aufgrund eines Brandes unseres Griefer Games Rechenzentrums derzeit nicht besuchbar ist. In dieser tiefen Stunde der Trauer fühle ich mich besonders verbunden zu Ihnen und möchte Ihnen mein herzliches Beileid ausdrücken, dass wir hier an dieser Stelle einen kleinen Cut im Ablauf dieses Events haben. Nichtsdestotrotz halten wir die Fahne hoch und geben die Hoffnung nicht auf, dass wir durch ein Einspielen des Backups des letzten Tages vor dem Brand im Rechenzentrum die Ostereier und Eierinnen, die wir gebaut haben, retten können und sie dort anknüpfen können, wo wir zuletzt aufgehört haben. Ostern, ein bedeutendes Event für eine Familie, ein bedeutendes Event für eine Nation, ein bedeutendes Event für das Christentum und selbstverständlich auch ein bedeutendes Event für den Kanal von Rusch83 darf nicht einfach aufgegeben werden. Wir stehen dazu, dass wir weiterhin dafür kämpfen, dieses Event bis zum Ende durchzuziehen. Und willkommen zu einer neuen Folge Busch versus Rusch. Jawohl, und heute begeben wir uns auf die Suche nach einem natürlichen Spawner. Das heißt, wir sind hier in der Farmwelt, Lava-Welt, und wir sind auf der Suche nach einem natürlich gewachsenen Spawner. Und wer zuerst von uns gefunden hat, der TPA den anderen zu sich, zeigt ihn und hat gewonnen. Ja. Kriegen wir das hin? Ich denke schon, ja. Können wir das schaffen? Du nicht, ich schon. Neue Folge von The Curse of Monkey Island. Eure jämmerlichen Seelen gehören mir, also lasst mir ein Abo da und drückt den Glockenknopf. Meine Lieben, und ich weiß, viele von euch haben lange darauf gewartet, aber heute startet Rouges Welt, mein Zweitkanal, und zwar mit allen möglichen Videos, die nichts mit Gaming zu tun haben. Heute Abend 19.30 Uhr ist Premiere meines Interviews mit Jack Sparrow. Ein super geiles Video, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet, und deswegen dringend den Kanal abonnieren und wenn ihr mögt, auch die Glocke aktivieren, um immer auf dem Stand zu sein, was Neues hochgeladen wird. Weitere Videos, die kommen werden, sind das Koffeinexperiment, das ich euch versprochen habe, mein 7-Tage-Koffeinentzug und unter anderem kommt dort auch mein Corona-Test-Video. Also bleibt gespannt, seid dabei
Abonniert den Kanal, er ist unten in der Videobeschreibung. Einfach draufklicken, abonnieren und dann seid ihr immer mit dabei. Bis dann, euer Ruhig. Heute Abend 19:30 die Premiere nicht verpassen. Das Video ist der Hammer. Bis dann, ciao. Hi. 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 Ja! Ich sollte besser Müsstest schweigen. Du nicht eigentlich eine Frau sein? Warte, ist... Ahoi zusammen, mein heutiger Gast hat die 7 Weltmeere bereist, hat mehrfach sein Schiff verloren, ist auf dem Rücken einer Schildkröte von einer einsamen Insel geflohen und hat das Reich der Toten überwunden und ist zurückgekehrt. Heute mein Gast, Jack Sparrow. Da fehlt aber irgendwo ein Captain noch da drin. Ich liebe dieses schwarze Gold, das mich wach macht und in den Tag bringt. Aber auf der anderen Seite habe ich festgestellt, dass ich mittlerweile viel zu viel davon trinke. So zwischen 5 bis 10 Tassen am Tag sind eigentlich der Standard. Die ersten 5 sind manchmal schon vor 11 Uhr schon getrunken. Und das kann auf Dauer nicht gesund sein. Außerdem merke ich, wenn ich zu viel davon trinke, könnte ich die Treppen rauf und runter rennen, das Haus links und rechts einmal um den Ort joggen, weil ich komplett aufgedreht bin, aber halt eben nicht wach. So ihr Lieben, ich freue mich ganz besonders heute zu begrüßen für eine ganz besondere Folge, denn Abge hat es angekündigt und hat es tatsächlich umgesetzt. Wir haben ein neues Item auf Reefer Games, das ganz besonders uns beide hier als Redstone-Bauer freut. Nämlich, ihr seht ihn schon zwischen uns stehen in unseren Händen, der Observer. Abge, große, große Props. Du hast Mystery Mod vergessen zu erwähnen. Ach ja, richtig. Die funktionieren nur dann, wenn Mystery Mod installiert ist. Ganz wichtig. Ihr müsst Mystery Mod installieren. Viele wissen, ich war immer gegen Mystery Mod, aber seit ich weiß, dass man die Observer nicht nur sehen, sondern auch benutzen kann mit Mystery Mod, ganz ehrlich, sofort drauf mit dem Zeug, ja. Oh nee, ne? Warte, das muss ich selbst sehen. Das muss ich selbst sehen. Auf meinem Handy steht, was ihr in den Streamchat schreibt, ist keine Lüge. Alter Schwede. 10 bis 16? Heftig. Alter Schwede. 10 bis 16 oder nicht 10 bis 16? Ich würde sagen 10 bis 16. Die Community rennt ja hier gerade komplett rum. Alter Schwede. Das sind für jeden 7.692 Dollar. Und da kommt noch eine Doni rein. Alter Schwede. Grissel 15, vielen Dank für die 5 Euro. Ich versinke gerade unterm Tisch. Das ist ja absolut irre. Absolut irre. Und zwar gibt es hier diesen wunderschönen Forenbeitrag 1.16 Alpha. Die neue Version 1.16 wird auf Griefer Games Einzug halten, allerdings in einer geschlossenen Variante. Das heißt, so wie ich es verstehe, wird es keinen Austausch zwischen 1.8er Servern und 1.16 Servern geben. Das heißt, wenn ihr beispielsweise CD Build 23 wäre an 1.16, ihr spielt regulär auf CB16, könnt ihr nichts zwischen CB23 und CB16 und her transportieren. Das heißt, die... Moin, willkommen! Zum Gehen in den Busch. Ach nein, zum Redstone-Schule. Ach ja, Redstone-Schule. Willkommen zur Redstone-Schule. Wir haben eine kleine Umfrage gestartet im Community-Bereich von YouTube und ihr habt reingeschrieben, beziehungsweise ihr habt ausgewählt in der Umfrage, dass ihr am liebsten ein paar halbautomatische Farmen sehen wollt. Und da haben wir gedacht, bringen wir euch mal die ersten beiden Maschinen mit. Hallo ihr Lieben, ich habe mir etwas ausgedacht, nämlich heute habe ich ein Spiel mitgebracht, da sage ich gleich noch was zu. Aber ich habe mir überlegt, ich könnte ja in einer Serie von verschiedenen Spielen einfach immer wieder kurz ein paar Spiele vorstellen. Also einfach kurz ein Spiel mal starten, anstarten, reingehen, gucken, was da passiert, gucken, was da los ist und euch auf diese Weise einfach einem Spiel etwas näher bringen. Kann ich dir jetzt helfen? Na gut. Gleich kriegst du gesagt, dass du dich doch fernhalten solltest. Warte mal, erklär mir mal was. Warum ist die Küche offen? Da gibt's doch Messer und so. Ja, nee, das ist ja nur die Essensausgabe. Ach so. Sag ich doch, Messer und so. Yeah. Oh mein Gott, ich habe es getan. Ich habe es getan. Ich habe es getan. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Was? Bitte, bitte. Irgendwas Gutes. Hä?
Oh, der sieht aber hässlich aus. Oh mein Gott, was ist das? Warum läuft ein Zombie mit meinem Kopf? Ich muss den schlagen. Und was habe ich bekommen? Ein Lucky Kopf von Streamerush 83. Na gut. Von 1. One Ripex. 1 bis 4 brauche ich. 4. Eine Zahl von 1 bis 4, da bekommst du dann einmal dein... Wir nehmen die fette 4, schauen wir mal, was rauskommt. Okay. Ich bin mega gespannt. In der Skyblock-Kiste sind sehr viele Booster. In der Skyblock-Kiste, es gibt eine eigene Skyblock-Kiste. Oha, oha, oha. Okay. Oh nein, was ist, wenn er jetzt 150 Blöcke im Jail bekommt? Aua. Das wäre eine ganz... Ich habe Mew P gewonnen! Wenn er jetzt 150... Ich kann ihn da nicht rausholen. Wie geil, das ist der letzte Part, der mir fehlt! Ausholen, wenn das... Okay, was, er hat zumindest kein Jail bekommen. Okay, das ist gut. Was hat er denn bekommen? Da stehst du! Ja. Oh Gott. Und? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, ich hasse wegen Katzen. Du weißt es genau. Du willst mir nicht ernsthaft eine... Oh, PvP ist an. Du willst mir nicht ernsthaft eine... eine Winkelkatze zum Geburtstag schenken. Oh, warte, ich habe sogar ein Schwert, Hey, stopp, ruhig, ganz ruhig. Ich hab dich gekillt, aber das hast du verdient. Das hast du verdient. Oh mein Gott. Oh ja, ja. Weg ist sie, die Winkelkatze. Liebe Griefer Games Gemeinde, wir haben uns heute hier versammelt, um Abschied zu nehmen von einem geliebten Mitglied der Griefer Games Familie. Vom 13.09.2019 bis zum 29.11.2021 war Grieferwerk.com ein Teil dieser Griefer Games Gemeinde. Let's go! Und ich freue mich auf das kommende Wochenende. Wir sehen uns auf Twitch. Ich bin mega gespannt, wie das anläuft. Ich habe echt Respekt vor diesem Wechsel. So lange und so hart gearbeitet an diesem YouTube-Stand, den wir jetzt haben. Aber keine Angst, ich betone es an der Stelle nochmal, YouTube wird nicht aussterben. Es wird weiter Videos auf YouTube geben. Ich habe schon ein bisschen was vorproduziert. Es ist gerade noch ein bisschen was in Produktion. Es werden weiter Videos kommen, aber die Streams halt auf Twitch. Und danke an jeden Einzelnen, der mich auch weiterhin unterstützt und auch mit auf Twitch rüberkommt, was die Streams angeht. Freue ich mich, euch alle wiederzusehen. Ich bin gespannt, wie das läuft beim ersten Mal. Vielleicht mache ich auch noch einen kurzen Teststream zwischendurch. Und ja, bleibt nicht viel zu sagen, außer einfach danke. Danke, dass ihr dabei seid, danke, dass ihr zuschaut. Und wir sehen uns im nächsten Stream, würde ich sagen. Von daher... Haut rein und habt einen schönen Abend, schlaft schön und wir sehen uns die Tage wieder. Bis dann, ich bin raus. Ciao. Da genießen wir es, der Panzer frei erkunden können. Was hätte ich machen müssen? Das ist unglücklich von dir, ist egal. Wärst du nicht in den Keller gegangen, sondern hättest gesucht, dann wäre noch gar nicht da gewesen. Ja, woher soll ich das denn wissen? Ja, woher ist aber kein Problem. Also die erste... Ihr verlausten Schweinehunde. Ihr dreckigen, räudigen, miesen. Es ist passiert, es ging es dann nicht hinterher. Wer war das? Wer war das? Warum anonym? Warum? Ich will wissen, wer das war. Das Wichtigste sind wir und das Jetzt und Hier und dass wir alle hier zusammen sind. Ganz egal, ob es so bleibt oder auseinandertreibt, es zählt jetzt nur, dass wir zusammen sind. Das Wichtigste sind wir und dass wir alle hier zusammen sind.